Der heimische Immobilienmarkt ist gehörig in Bewegung. Für das erste Halbjahr 2021 sind neue Rekordzahlen zu vermelden. In Summe wurden 76.589 Immobilien mit einem Gesamtverkaufswert von 19,6 Milliarden Euro verbüchert. Das entspricht im Jahresvergleich einem Plus von 13,8% bei der Anzahl und einem Plus von 19,8% beim Wert der gehandelten Immobilien. In Österreich wurden im ersten Halbjahr 2021 um 2.800 Grundstücke und 2.300 Wohnungen mehr verbüchert als noch im Jahr davor. Bei den Einfamilienhäusern gab es hingegen einen leichten Rückgang. Fakt ist, Immobilien als Investment bleiben weiterhin sehr begehrt und daran wird sich auch so rasch nichts ändern. Im Bezirk Kitzbühel steht um 10 Millionen Euro das teuerste verbücherte Einfamilienhaus im ersten Halbjahr. Die teuerste Wohnung war eine Dachgeschosswohnung in Wien 1 um 8,7 Millionen Euro. Die Detailinformationen zu den jeweiligen Bundesländern bzw. den einzelnen Bezirken finden Sie auf unserer Webseite www.remax.at. Übrigens, sollten Sie daran denken, eine Immobilie zu verkaufen oder zu kaufen, dann sind Sie bei Remax, der Nummer 1 in der Immobilienvermittlung, genau richtig. Wir freuen uns auf Sie.